Hallo Leute und herzlich willkommen zurück. Ja, wir spielen jetzt mal wieder hier Lava Island. Wie es sich schön gehört, ne? Genau. Immer nur im Lava spielen. Wasser ist uns zu feucht. Da ist die nächste Insel. Ich habe jetzt so eine Insel gefunden, da drüben. Ich sehe sie von hier. Wo? Links, links. Links, wow. Mann, das finde ich langsam uncool, dass du so die Weitsicht hast. Wie hast du das eigentlich eingestellt? Optifine. So Leute, ich muss noch mal kurz ein bisschen die Musik runterstellen. Warte mal, sag mir mal kurz, worunter das ist. Wenn ich jetzt auf Grafikeinstellungen, ne? Oder wo? Ja, du gehst ja, Leute. Jetzt machen wir mal kurz das Optifine-Tutorial. Dann Renderdistanz. Da kannst du auf Extreme stellen. Ich hab's jetzt auf Far gerade. Weil damit sind auf gar nicht leckt. Bist du bekloppt im Hören? Wieso? Extreme. Geht dann, läuft irgendwo bei mir noch Minecraft? Also bei mir läuft's mit, glaub, 60 FPS noch. Ja, was soll ich denn sagen? So viel habe ich normalerweise. Okay. Also, noch meine Aufnahmen. Ja, also was haben wir heute so geplant? Wir wollten heute noch ein paar Betten machen. Die eine Insel da erreichen, da drüben, die ihr seht. Und ja, wo ich hier gerade bin, wo das schicke kleine Häuschen ist. Und wir haben auch noch Neuigkeiten zu verkünden. Genau. Wir haben die Aufgaben zu der Map gefunden, weil wir mal geguckt haben. Genau. Das sind unter anderem, wir müssen alle Inseln finden. Es sind, wenn ich mich richtig entsinne, waren es 8, ne? Ja, genau, 18, glaube ich. Also, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Sprich, 3 Inseln müssen übrig sein. Wo die sind, haben wir keine Ahnung. Und was wir uns auch noch, worauf wir uns oder ich mich persönlich am meisten freue, weil da stand, dass es Dungeons gibt, also noch mehr Action für euch. Genau, also wir haben wirklich noch viel zu tun hier. Wir sollen viele Farmen bauen und alles. Es gibt auch ein paar seltsame Aufgaben. Da habe ich auch erstmal ein bisschen dran gezweifelt an dem Typen, der das gemacht hat. Ich glaube, da zweifle ich immer noch dran. Ja, ist wirklich so. Der hat manchmal teilweise bescheuerte Aufgaben geschrieben. Ich glaube zum Beispiel, wir sollen eine automatische Farm bauen, aber wir wissen noch nicht, wie wir das machen sollen, ohne Eisen und so ein Kram natürlich alles. Und Max, ich bin auf der Hammerinsel. Echt? Sehr gut, dann kommt die Schere ein. Ja genau, dann kommen wir jetzt erstmal runter. Wir fahren jetzt nämlich noch schnell mal erstmal, ich bin unten. Wolle. Gut, weil wir wollen nämlich dann Betten machen, damit wir dann immer gleich arbeiten können und nicht direkt immer Nacht warten müssen. Hat es meine Wolle in der Lava gefallen? Ja. Kann ich doch nichts für, wenn das so da nah an der Lava steht. Ah, jetzt habe ich aber wieder Wolle. Ja, ich habe ein zweites Bett. Zum Glück gibt's mit der Schere gibt's immer 3 Wolle, würde ich glaube ich zumindest. Ja, meistens. Aber hier drüben können wir uns auch geil, hier ist eine Truhe in der Mitte. In der Mitte ist wieder eine Truhe. Ja. Oh, tiefer. Ja, klar. Ich würde sagen, in der Mitte ist immer eine Truhe, oder? Wo meinst du jetzt? Bei uns hier auf dem Hügel? Nee, bei mir hier. Darf ich schon reingucken? Nein. Ach man. Okay, Leute. Wir gehen dann, würde ich sagen, wenn wir 2 Betten haben und ich die alle schaffe, Max. Ja. Und ich würde sagen, hier drüben würde ich vorschlagen, ich mache jetzt mal mit der Schaufel hier alles ebenerdig. Ja. Dann machen wir uns hier eine Farm hin. Ja, das ist eine gute Idee. Weil wenn es ebenerdig ist, du sagst, hast doch bestimmt noch so viel Zäune, dann können wir uns doch... Nee, Zäune habe ich gerade keine, aber ich kann Holz. Ich meine Holz. Nein, das auch nicht mehr. Ich muss da erstmal wieder rein. Ja, ja, machen wir dann. Ich dachte jetzt, wir erkunden dann erstmal die Insel da drüben dann noch. Also wir haben noch viel vor. Genau. Ich würde sagen, das können wir uns vielleicht sogar für die nächste Folge aufheben, dann anzufangen für die Farm, oder? Ich fange jetzt gerade schon an, eben ehrlich zu machen. Ja gut, das kann ich machen. Ich habe noch eine Schaufel bei mir. Ja gut, es ist erst Mittag, also. Ja gut, ein bisschen anfangen kann ich ja schon, weil hier sind ein paar Bäume. Die Melone hole ich da unten nicht, weil ich bin nicht lebensmüde. Hol die Melone. Ich finde aber, wir sollten uns echt mal eine Truhe machen für Erde oder sowas zum Beispiel jetzt. Ja, ne, wir machen uns, wie gesagt, wir ordnen dann irgendwann mal die Truhen, aber ich weiß nicht, ob wir das in der Aufnahme machen, das müssen wir mal gucken. Weil wir hatten eigentlich gedacht, dass das maximal so 20, 30 Folgen wären, diese Insel. Dann haben wir die Aufgaben gesehen, haben gesagt, okay, jetzt kann es an die 50, 60 dran kommen, vielleicht sogar mehr. Genau, auf jeden Fall hoffen wir, dass das gut bei euch ankommt. Genau. Ich bin jetzt mal wieder der Doof und muss Holz farmen und meine Axt ist kaputt. Ich bin gerade der Doofe und darf Erde abbauen, damit es hier ebenerdig wird, hallo. Ist auch nicht gerade viel besser. Ja, den besten Plan haben wir noch nicht. Ich baue jetzt erstmal die Brücke hier drüben zu Ende, dann muss ich aber erstmal zurückbringen, dass den halben Stack Melonen erstmal in Sicherheit. Ja, Melonen, die muss anbauen. Oh, ich habe eine Idee, wollen wir hier jetzt die Tierfarm draufbauen
und auf die Insel bei dir zum Beispiel die Essensfarm, weil da hatten wir ja. Ist da Wasser bei dir? Hm, weiß ich gar nicht. Ist bei dir Wasser? Hier unten ist übrigens Wasser, ne? Wo ist Wasser? Bei uns auf der Hauptinsel, ne? Ja, da ist so ein kleiner Fluss. Geil, ich habe 2 Eier. Ich könnte ja eigentlich mal so ein bisschen dran arbeiten, dass wir vielleicht noch ein paar Samen ersetzen können. Ja, ich sammle hier gerade ein paar Eier an. Vielleicht können wir uns dann ja bald mal Hühner machen. Wie sich das andere Hühner machen? Ja, wir machen uns mal ein paar schicke Hühner. Ey, langsam will ich ernsthaft mal hier in die Truhe gucken. Ich stehe hier doch hier die ganze Zeit um die Truhen rum. Das machen wir am nächsten Tag, weil ich will jetzt erstmal, dass wir das Nötigste fertig kriegen hier. So, jetzt habe ich das nächste Schaf nochmal frisiert. Oh, da hinten ist noch ein Schaf. Du könntest ja vielleicht mal so Friseur werden, genau. Ich bin doch hier der scharfe Friseur. Wow. Ich glaube, das mache ich mal zu. Was denn? Ich wäre fast unten am Grund gefallen. Im Ernst? Hier ist ein X. Ey, wirklich, hier ist ein X. Ein X? Ein X. Ein X in den Abgrund. Kannst ja mal zu mir kommen gleich. Warte mal, ich mach das mal übersichtlich mal aus Stein nochmal, aus Cobblestone, dass du dann auch sehen kannst, wo ich es mal, wo es ist. Okay. Aber, oh scheiße, jetzt habe ich einen falsch gesetzt, einen oben drauf. Das X ist aber, führt glaube ich, das hat nicht zu nichts Gutem geführt. Ich hoffe, es kommt nochmal was zum Guten. Das hat eine Lava geführt, eiskalt, im direkten Weg. Na geil. Alter, wie schnell kriegen die Schafe denn? Ja, pass auf, es wird gleich dunkel, ne? Ja, hier ist aber nur ein Schaf. Alter, geil, ich habe hier irgendwie aber gerade voll die Mob-Farm schon gebaut. Obwohl ich das gar nicht wollte. Ich habe nämlich einfach mal ein Loch gegraben in der Mitte. Und da sind jetzt alle Tiere reingefallen fast schon. Im Ernst? Ja, sie sitzen schon fast alle in der Falle. War nicht schlecht. Aber was ich auch gerade sehe, auf der Insel, die du beleuchtet hast, du solltest dich da mal nützlich machen und vielleicht mal ein paar Samen farmen. Das kannst du schon mal machen. So, jetzt gehe ich nochmal schnell auf die Zweitinsel, die ich auch schon da oben gefunden, angebaut habe mit der Brücke. Alter, wir haben übelst viel Erde. Aber meist haben wir Cobblestone. Nee, ich habe Erde mehr als Cobblestone. Wie viel Cobblestone haben wir denn? Fast 8 Stacks. Okay, warte mal, das brauchen wir auch kaum, ne? Nicht wirklich. Ey, wir könnten unser Haus ja bald mit Wolle verzieren. Ich habe übrigens auch eine Wolle. Wow. Warte mal, du hast ein Schaf getötet? Nö, eigentlich nicht. Alter, wieso ist hier auch schon wieder ein Abgrund in den Tod? Die gehören ab sofort dir, du darfst da reinfallen. Ich bin nicht schon wieder der Tester. Schade. Warte mal, ich suche jetzt erstmal hier so eine... Ah, da ist so eine Holzhacke. Aber vielleicht wollen wir dann hier auf diese Insel, wo ich jetzt bin, auf der ganz oben. Komm mal schnell wieder rüber, weil es wird gleich Nacht. Ich hab hier aber noch ein paar Schafe. Aber wann wird Tag? Es wird bald Nacht, komm rüber. Alter, wieso sind hier so viele Löcher in der? Können die nicht mal vernünftige Inseln bauen ohne Löcher? Auch wenn sie fliegen, müssen keine Löcher sein. Obwohl, warte mal an, das würde es mich glaube ich kaum stören. Deswegen. Da würde man nur nasse Füße kriegen. Deswegen. Hi, coming. Sehr gut. Wie lange nehmen wir eigentlich schon auf? 13 Minuten würde ich. Ich würde auf 12 Minuten tippen, da wir schon 13 Minuten telefonieren. Okay, mein Vater ruft gerade im Hintergrund. Also Leute, ich bin gleich wieder da. Wartet. Sehr unprofessionell, Max. Okay, sorry Leute. Ja, mein Vater nimmt das mit dem Abendbrot machen etwas zu genau. Ich muss gleich weg. Also. Ja, nach der Folge. Ja, wie lange geht die Folge jetzt überhaupt schon wieder? 10 Minuten fast. Naja, gut, dann was. Ey, wieso baust du hier jedes Mal meinen Weg hoch zu? Weil da kein Creeper hochkommen soll. Ich will da aber hochkommen. Und jetzt mach das Ding da wieder zu. Geh den Weg, den wir alle gehen. Den gehst nur du. Alter, ich hab 17 weiße Wolle. Ich würde ja, komm, jetzt bauen wir ein Bett. Legen uns hin, dann was für die Folge eigentlich schon wieder. Nein, was nicht. Dann haben wir noch ein paar Minuten. Ja, ich muss gleich weg. Ich muss essen. Hast du mal Holz? Ja. Ich finde kein Holz. Ich hab das ganze Holz. Warte. Da. Ich wollte ein bisschen. Ich wollte 3 Stück für ein Bett und nicht 6. Ich hab dir noch mehr gegeben. Okay, jetzt hab ich 8.
Ist doch gut bedient. Ha, jetzt habe ich noch ein Bett. Sehr gut. So, ich würde sagen, ich kümmere mich ein bisschen Erde rein. Ich kümmere mich den nächsten Tag mal dann um die Farm da unten, dass wir ein bisschen Weizen anbauen und dann geht's da direkt schon rüber, ne? Ich gehe gleich rüber, mach da wirklich mal Ebenerden. Dich auf beiden Inseln probiere ich das hinzukriegen, weil auf der anderen, finde ich, könnte man ja die automatische Farm dann bauen. Ja. Ich kriege schon die schicken McNuggets. Komm, pack's Wetter hin. Nee, Gott, das hier. Ah. Okay, komm, dann jetzt pennen wir mal eine Runde. Genau, und jetzt würde ich sagen, noch 2-3 Minuten. Schaff ich nicht mehr. Bis 50 machen wir. Oh, das ist eine Minute, dann laufe ich nur noch rüber. Ja, nee, ich laufe auch noch zum Feld. Sorry Leute dafür, aber ich hab Hunger. Ja, dann fragt man sich auch, welcher normale Mensch isst schon um 6 Uhr? Es ist nicht um 6, es ist 5:45. Stimmt, 6:10. Ist ja noch schlimmer. Wirklich, mein Standardwerkzeug ist momentan aber wirklich die Schaufel. Mist, mein Acker geht gleich kaputt. Ernsthaft? Ja, ist kaputt. Du hast ja wieder mal keine neue mitgenommen. Nein. Wie unvorbereitet dieser Bengel aber immer ist, ne? Ich habe auch nur 11 Samen. Okay. Aber wir brauchen echt mal einen Eimer, damit wir uns wirklich mal vernünftige Farmen machen können, ne? Würde ich auch sagen. Also das ist eine Prioritätsstufe 1. Ein Steineimer kann man nicht herstellen, ne? Nee, und auch kein Diamanteimer. Das ist ja unlogisch. Warum darf man nicht das wertvollere Erz nutzen? Stein? Nein, Diamant, sagtest du gerade. Achso. Achso, willst du jetzt eigentlich noch schnell das X im Boden angucken, bevor wir es in der nächsten Folge vergessen? Nee, ja komm, jetzt, ich muss jetzt weg. Also Leute, wir sehen uns gleich wieder am nächsten Part. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Sorry wegen dem Zeitdrang, also... Nächstes Mal plane ich es besser. Also Leute, bis dann, ne? Ciao.